Der schreckliche F-Wort-Streit. Georgina hat das F-Wort benutzt, das geht in meinen Augen gar nicht. Ich habe mich vorher noch beleidigt mit F-Worten. F-Wort. Und offiziell gilt jetzt Männer gegen Frauen. Wenn wir Frauen ein bisschen schlau wären, könnten wir natürlich den einen oder anderen Mann stürzen. Wir sind alles zarte Blumen. Sollen wir ihn vergiften? All das und noch einiges mehr gab es am 12. Tag vom großen Sommer-Dschungelcamp 2024, das sich so langsam in Richtung Ziellinie bewegt und das ich genau deswegen natürlich wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Hallo, ich bin Alex und ich wollte mich an dieser Stelle nochmal für die vielen lieben Nachrichten bedanken, die ich in letzter Zeit kriege. Das ist nämlich echt immer eine coole Motivationshilfe. Dankeschön. Falls du auch übrigens den Dschungel mal in voller Länge sehen willst oder ohne Kommentar oder wie auch immer, dann kannst du das natürlich jederzeit per RTL Plus. Ich packe den Link ganz oben in die Videobeschreibung und ansonsten immer, wenn man so möchte, einen Tag später um 20.15 Uhr natürlich auch bei RTL. Und apropos RTL, die haben ihn schließlich erfunden, den schönsten Ruf im deutschen Fernsehen. Heute im Tarzan-Modus. Ich bin ein Star. Südafrika! Tarzan liegt mir auf jeden Fall nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt rein, denn es gab ein großes Thema heute, das F-Wort. Das hat Georgina nämlich in der Prüfung gestern gesagt und da ist ja sowieso irgendwie alles eskaliert. Ich war die Einzige von uns, die richtig motiviert war, in die Prüfung zu gehen und wollte die auch wirklich rocken. Ruhig. Ich komme raus mit 5 Sternen. So. Und dann fing der Streit an. Jetzt weiß ich nicht, ob dahinter eine Taktik war, damit du mit 5 Sternen als Hero dastehst und ich als Versagerin. Könnte man schon denken, dass du an deinen Arsch retten gedacht hast. Okay, und ich habe mal ein bisschen eure Kommentare durchgesehen und viele waren der gleichen Meinung wie ich. Nämlich eigentlich, ja, Georgina ist ein bisschen eskaliert. Ja, Georgina ist auch sehr anstrengend, aber eigentlich hat sie ja nichts falsch gemacht. Die anderen beiden haben sich ja ein bisschen gedrückt und haben sich eigentlich auch ein bisschen dafür eingesetzt, dass nicht noch weitere Sterne erspielt werden. Und da ist im Streit das ganz, ganz böse Wort gefallen. Keine bösen Wörter. Okay, wisst ihr was? Nehmt die Sterne, fickt euch. Also Georgina hat das F-Wort benutzt, das werde ich auch definitiv nicht aussprechen. Das geht in meinen Augen gar nicht. Gerade als Mutter hätte sie eine Verantwortung, sich da so rhetorisch ein bisschen besser zu artikulieren. Okay, ja, also ich meine, wir sind hier immer noch im Fernsehen und es ist immer noch RTL und ich glaube, man hört das F-Wort durchschnittlich in einem Format 7432 Mal. Ich habe das gerade wissenschaftlich untersucht. Also mit anderen Worten, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, natürlich ist das nicht schön, man sollte das jetzt auch nicht einfach so sagen, aber das ist jetzt auch nicht so schrecklich wild. Oder? Sarah Knappig tut aber so, als wäre das nicht nur der Untergang des Abendlandes, sondern auch das Ende der gesamten menschlichen Zivilisation. Mit F-Worten. Nein. F-Wort hat sie gesagt. Was? F-Worten? Ja, was hat sie gerade gesagt? Das geht ja gar nicht. Ja, ganz ehrlich. Also da habe ich kein Verständnis für, ganz ehrlich. Mit F-Worten. Ja. Okay, und ich weiß jetzt nicht, ist mein moralischer Kompass kaputt? Also ich sag's nochmal, ja, das sollte man nicht sagen. Nein, das ist so früh, wie es im Fernsehen ausgestrahlt wird, jetzt auch nicht toll oder so. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Thorsten Leger tut aber auch so, als wäre es wie eine persönliche Niederlage gegen Bayern München. Ich mach das so nicht mehr mit hier. Ich werde das Wort auch nicht sagen, weil ich mich schäme, weil das gehört jetzt nicht hierhin. Hat sie gesagt, fick dich. Thorsten, ich weiß jetzt nicht, ob du es gerade gemerkt hast, aber wenn du dich darüber aufregst, dass dieses Wort genannt wird und du dich auch um die Kinder vor dem Fernseher sorgst, dann solltest du es vielleicht nicht sagen, weil dann ergibt deine Argumentation keinen Sinn mehr. Aber apropos Argumentation und keinen Sinn, ja, das ist ja generell Thorstens Problem. Wir hören ihm mal weiter zu. Es ist ein böses Wort, was man dem Gegenüber nicht antun soll. Ein schäbiges Wort. Und ich glaube, so laut man es rausruft, ja, so schnell kommt es wieder zurück und man ist es selber. So sieht's nämlich aus, Thorsten. Aber jetzt musst du dann auch dran denken. Dann darfst du es jetzt nicht nochmal selber sagen. Auch nicht nur, wenn du es wiederholst, okay? Fick dich. Das ist unterste Schublade, das macht man nicht. Alter, schon wieder ganz schön wild heute. Noch wilder ist für mich höchstens immer noch, wie viele Leute eigentlich ohne Schutz im Internet unterwegs sind. Schützen sollte man sich aber unbedingt. Am besten natürlich mit meinem langjährigen Partner CyberGhost VPN. Was so ein VPN überhaupt ist? Naja, der leitet all eure Daten durch einen streng verschlüsselten VPN-Tunnel und verbirgt auch eure IP-Adresse, sodass ihr wirklich anonym im Internet unterwegs seid. Und dabei wird eure Identität auch verlässlicher geschützt als im Inkognito-Modus jedes Browsers.
warum ich hier aber eigentlich CyberGhost immer gerne bewerbe, ist, dass es perfekt für TV-Fans wie uns ist. Denn mit CyberGhost kann man auch Geoblocks umgehen und Serien bei über 40 Streamingdiensten gucken. In Deutschland zum Beispiel so auch die Formel 1 über den österreichischen Sender ORF, der Deutsche ohne VPN sonst aussperrt. Daher hat CyberGhost VPN noch über 38 Millionen Kunden und ein wirklich gutes Rating bei Trustpilot. Zusätzlich gibt es auch noch einen 24/7 Support auf Deutsch. Und eure Daten sind wirklich sicher. CyberGhost gibt es ansonsten auch noch auf allen gängigen Plattformen und du kannst es auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzen. Und falls es dir so gehen sollte wie mir und du hast gar nicht so viele Geräte, kein Problem, du kannst es auch mit Familien und Freunden sharen. Wenn du jetzt auch deine Daten sichern willst, und das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dann habe ich natürlich auch wieder einen coolen Rabatt für dich. Und zwar gibt es 83%, wenn du einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickst und dann kostet es nur noch 2,03 € im Monat. Oh, und außerdem gibt es dann auch noch 4 extra Gratis-Monate. On top, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, insofern kann wirklich gar nichts mehr schief gehen und damit übersteht man sogar den härtesten Dschungel. Und apropos härtester Dschungel, da streiten wir natürlich immer noch über das F-Wort. Ganz ehrlich, die Folge geht jetzt schon 15 Minuten und wir haben noch nicht über irgendwas anderes geredet. Du darfst doch hier vor Kameras nicht sagen, fickt euch. Tja. Du kannst doch alles sagen, hey, Scheiße oder sonst was, Mist oder, ja, lass aber mir jetzt fickt Ruhe, euch. Geben wir aus dem das Weg. Sind doch Kinder, die gucken. Ja. Das ist schön. Ja. Im Fernsehen, als Mutter. Ja, wer kennt's nicht? Man zählt mal alle Beleidigungen auf, die man nicht im Fernsehen hören möchte, weil die schlecht für die Kinder sind und wundert sich dann, wo die Kinder die Beleidigungsbegriffe herhaben. Thorsten, das macht echt keinen Sinn. Die eigentliche Person, die Angeklagte, nämlich Georgina, die ist allerdings gar nicht zur Verhandlung erschienen. Die wäscht sich lieber beim Zeugenschutzprogramm. Ich bin innerlich, ich könnte schreien, heulen. Und einfach, wie gemein, das ist doch einfach nur ungerecht. Was soll das denn? Ja, und ich muss auch nochmal sagen, also für mich ist Georgina keinesfalls unschuldig. Die hat auch eine wirklich schwierige Art. Sie hat auch nicht auf Sarahs Anweisungen gehört und so. Aber irgendwie haben für mich die anderen immer noch mehr Schuld. Aber Dani Büchner, die Mutter der Nation, quasi Mutter Theresia 2.0, nee, Mutter Theresa 2.0, die möchte das jetzt persönlich mit Georgina klären. Was? Hast du zu denen gesagt, fickt euch? Weiß ich nicht. Hab ich das gesagt? Man muss halt aufpassen, auch für dich, Georgina, sowas zu sagen. Ich mach einfach keine Prüfung mehr, okay? Du, ich sag dir nur, dass solche Wörter auch doof für dich sind, Schatz. Du kannst ich solche weiß, Wörter. Okay, es war vielleicht im Eifer des Gefechts. Hä? Dani, du hast es doch aber auch gerade gesagt. Und wenn es dir wirklich um die Kinder gehen würde und dass die solche Begriffe nicht hören sollen, dann hilft es doch nicht, das die ganze Zeit zu wiederholen. Und außerdem ist es auch schlecht für die Monetarisierung dieses Videos. Also ich bleib dabei, ich bin auf Georginas Seite. Ihr könnt mir übrigens eure Meinung mal sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und an der Stelle übrigens auch mal danke dafür, dass ihr mir unter das gestrige Video so viele Kommentare zum Thema Schönheitsoperationen geschickt habt. Da waren wirklich sehr viele interessante, oftmals gar nicht nur ästhetische Eingriffe dabei. Habe ich gerne gelesen. Ich habe versucht, eine coole Leistung zu machen. Ist nicht gut genug. Was soll ich machen? Für dich selber, Georgina, sag einfach gleich zu denen, du passt auf. Falls ich zu euch gesagt habe, ihr sollt euch ficken, tut's mir leid. Nimm nur das aus dem Raum. Sag weiß das ich nicht. Ich glaube, ich rede jetzt erstmal nicht mit dem, weil die mir gerade ganz andere Sachen vorgeworfen haben. Ja, es ist einfach ganz toll anstrengend. Am Ende denkt sich Georgina dann aber, ja gut, also ist jetzt vielleicht nicht so toll gewesen, was ich gesagt habe, also sage ich es nochmal, aber dazu Entschuldigung, dann klappt es bestimmt. Tut mir leid, wenn ich fick dich gesagt habe, das war nicht so gemeint, ja? Also was das war einfach im Eifer des Gefechts, ja? Was? Das habe ich fick dich gesagt? Was? Habe ich nicht, oder? Ja, okay, dann hat sich's ehrlich. Was meinst du denn? Wofür entschuldigst du dich jetzt? Was? Wofür entschuldigst du dich jetzt? Ich dachte, weil Dani meinte, ich hätte fick dich gesagt. Ach so. Habe ich das gesagt? Ich habe es nicht gehört. Ja gut, dann Sarah dann, sagt es. Dann hat sie hat es gehört, erledigt. Ich habe nicht gehört, weil okay, ich einfach... Okay, dann hat sich das erledigt. Ich habe das auch nicht zu dir gesagt, das war nicht so gemeint, okay? Auch einer der wildesten Dialoge, die ich jemals gehört habe. Und wenn das jetzt noch ganz oft wiederholt wird, liebe Kinder, dann habe ich wirklich langsam ein Problem mit der Video-Werbetransparenz. Aber okay. Trotzdem gibt es natürlich dann auch noch eine Aussprache zwischen Sarah und Georgina. Beziehungsweise eigentlich ist es keine Aussprache, es ist ein Anschuldigungsgespräch. Aber Georgina, das Wort, was du vorhin gesagt hast, war auch nicht in Ordnung. Sarah, es tut mir leid, es war im Eifer des Gefechts. Ich habe mich bei Kader schon entschuldigt. Sorry. Bei Kader hast du dich entschuldigt, okay?
Ja, und ehrlich gesagt reicht sorry doch dann auch, Sarah, oder? Und wenn ihr wollt, dann besprecht das doch mal privat. Und dann kommt zum Glück Gigi und sagt endlich mal was sehr, sehr Wahres. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, in welchen Formaten Gigi schon war. Also zum Beispiel bei Ex on the Beach oder so. Da ist das F-Wort nämlich noch das Höflichste, was man in der normalen Konversation so hört. Ja. Es gab schon viel Schlimmeres. Ja, vielleicht, ja, vielleicht im Bumsformaten, aber das ist legendär, Legenden. Nee, im Dschungel ist noch schlimmer, gab es Wörter, die noch schlimmer. Ja, aber wir müssen uns nicht dementsprechend anpassen. Da habe ich auch was dagegen. Sowas lasse ich nicht zu. Das ist gehobene Klasse hier, oder? Finde ich. Na ja, weiß jetzt auch nicht mehr. Naja, geht's nicht so. Wirklich. Erstmal findet dieser Streit dann noch keinen Abschluss. Stattdessen flammt direkt der nächste Konflikt auf, denn die Männer sind der Meinung, sie sind stark. Sie haben noch Energie und sie können das leisten. Und die Frauen haben einfach keinen Bock mehr. Kann man beides verstehen. Ja, aber also ich komme sowieso nicht bis zum Schluss. Ich auch nicht. Ich habe auch heute habe ich mein Handtuch geworfen. Man muss doch mal realistisch sein. Als man so mit mir gesprochen hat. Realistisch. Und ja, realistisch gesehen hat man gegen die Jungs. Sorry, Sarah. Keine Chance. Ja, aber wieso solltet ihr denn keine Chance haben? Also es gibt doch ganz viele verschiedene Spiele. Und stell dir jetzt mal vor, es gibt zum Beispiel ein Allgemeinwissensquiz mit Thorsten Legert. Da gewinnt nicht nur jede Frau, da gewinnt sogar jedes Blatt im Dschungel. Aber Elena ist trotzdem ganz doll traurig, weil sie hat ja nicht etwa an diesem Format teilgenommen, um ihre eigenen Grenzen auszutesten oder ihrer Tochter ein positives Rollenvorbild zu sein. Sie wollte die 100.000 Euro Gewinnprämie und jetzt, wo sie die vielleicht nicht kriegt, hat sie plötzlich Heimweh. Keine Ahnung, ich will irgendwie nach Hause gehen. Ich vermisse mein Kind. Ich, keine Ahnung. Ich habe heute ein bisschen die Hoffnung verloren. An dieser ganzen Show, dass ich überhaupt gewinnen kann oder keine Ahnung. Oh, das ist so traurig. Elena hatte noch 7 Minuten weiter geweint. Habe ich alles rausgeschnitten. Komisch aber auch. Stattdessen widmen wir uns wieder dem F-Wort-Streit. Ganz ehrlich, der geht wirklich nochmal weiter. Denn am Abend ist Sarah immer noch entsetzt. Bisschen kommt sie mir wie so eine Politikerin vor, die einfach aus Prinzip empört ist. Du hast mich heute ekelhaft beleidigt und denkst, dass ich dich noch die ganze Zeit angucke. Was habe ich zu dir gesagt? Ekelhaft beleidigt? Du hast das F-Wort gesagt. Und das war echt eine Nummer zu viel. Ich habe gesagt, fick dich. Ja, was? In so du bist Mutter, Georgina. Sowas sagt man nicht. Ich muss an dieser Stelle übrigens mal sagen, ja, natürlich sollte man wirklich mit Sprache aufpassen. Das ist schon so. Aber ich sag's nochmal, wenn man das die ganze Zeit wiederholt, weil gerade kleine Kinder den Kontext sowieso nicht mit aufnehmen, dann sollte man aufhören, das immer wieder zu sagen, bitte. Mal gucken, wie die Aussprache weiterläuft. Dann, wenn ich's gesagt habe, im Eifer des Gefechts, tut's mir leid, habe ich gesagt. Georgina, du hast halt so gebrüllt. Sarah, also wenn ich es im Eifer des Gefechts gesagt habe, tut es mir leid. Du hast mich verrückt gemacht, du hast mir ins Ohr geschrien. Es hat keinen Sinn gemacht, was du in mein Ohr geschrien hast. Und ich war in Panik, ich war in einem kleinen Raum mit Krokodilen. Das ist aber auch eine schöne Entschuldigung von Georgina, oder? Die hat was von, entschuldige bitte, dass du so blöd warst. Ja, aber grundsätzlich ist Georgina auch immer noch der Meinung, sie ist im Recht und ich stimme ihr da ja auch teilweise zu. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir immer noch darüber reden müssen. Im Endeffekt habt ihr die erfolgreiche Leistung, die wir gebracht haben, zusammen, habt ihr jetzt in den Dreck gezogen. Ja, und dann ist bei Sarah Knappig endgültig irgendwas durchgebrannt und die nächste Äußerung von ihr fand ich extrem random und auch sehr unpassend. Denn du hast es vielleicht ja schon mitbekommen, in der anderen Folge war das auch mal kurz Thema. Georgina hat eine ziemlich schlechte Beziehung zu ihrer Mutter und das hat Sarah jetzt ausgenutzt. Sei einfach ruhig, weil du bewegst dich gerade in die Richtung, wie deine Mutter sich verhält. Also halt mal wie meine Mutter, du kennst dich nicht aus. Du provozierst mich, Georgina, den ganzen jetzt Tag. Ist der Schluss. Okay, und das war für mich deutlich schlimmer als alles, was Georgina gesagt hat, weil auch auf so einer ganz komischen Ebene persönlich. Und ich fand es auch deswegen schade, weil mir Sarah Knappig meistens in diesem Format ja ganz gut gefällt, aber die hat auch immer wieder so Ausbrüche, wo man merkt, warum man sie früher vielleicht nicht so sehr mochte. Apropos, ich habe mir übrigens überlegt, dass ich tatsächlich vielleicht in diesem Jahr nochmal Sarah Knappigs Staffel kommentiere. Allerdings dann eher so in Richtung Weihnachtsregion, weil ich habe vorher mal auf den Sendeplan geguckt und es kommt ja noch Promi Big Brother, DSDS, Bauersuchtfrau, die Bachelorette, Beauty and the Nerd, Good Luck Guys und ich wollte noch ungefähr 9000 Folgen Rosinen und Frauentausch bringen. Nice. Ach so, und Georgina muss wieder weinen. Ich kann nicht reden. Nett, wenn jemand traurig ist, dass man da noch nachtreten muss, finde ich nicht in Ordnung gegenüber mir. Deswegen weine ich jetzt auch einfach gerade, weil ich für mich nicht. Ich finde es einfach ungerecht.
Okay, Mädels, aber es ist doch so. Ihr seid ja erwachsen. Ja, okay, kann man drüber streiten. Ihr seid ja älter als 8. Und hört mal, was der weise Mann Thorsten Legert zu sagen hat. Und ihr wisst, wenn ich schon der weise Mann Thorsten Legert sage, dann bin ich mittlerweile auch schon sehr verzweifelt. Ich bin ja ein Mensch, der versteht ja viele Sachen. Aber diese Sache verstehe ich nicht. Ihr streitet euch individuell. Du mit ihr, du mit ihr. Sie hat angefangen, ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nicht angefangen. Okay, wenn Thorsten es nicht schaffen kann, dann haben wir aber noch jemanden, nämlich Mola. Okay, zugegebenermaßen, wenn Mola versucht, einen Streit zu schlichten, erwarte ich eigentlich, dass alles schlimmer wird. Oder gibt es plötzlich mal ein Wunder? Aber es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass du einen Fehler gemacht hast, dass eventuell Sarah einen Fehler gemacht hat. Habe ich auch gesagt, so, ja. Und dass Carla dabei ist. Aber im Endeffekt mit dem besten Ergebnis. Das ist doch egal. Du hast doch Leute dabei verletzt unterwegs. Also sie hat sich auch entschuldigt. Dann muss ich die haben mich verletzt. Warum dich? Sitze ich hier und weine oder nicht? Ja, bin ich verletzt oder sind die verletzt? What the fuck? Dann passiert aber das, wovon ich schon die ganze Zeit geredet habe und was meistens zur Streitschlichtung auch einfach das Beste ist, ein persönliches Gespräch zwischen Georgina und Sarah ohne die anderen. Jetzt kann es doch nur noch besser werden, oder? So. Okay. Ich möchte mich für den Spruch in Richtung deiner Mutter entschuldigen. Vielleicht bist du da auch verletzbar. Bin ich vielleicht nicht drauf gekommen, das tut mir leid. Hey, das war schön, nachvollziehbar, vernünftig kommuniziert und mit Körperkontakt. Allerdings sah Georgina auch ein bisschen so aus, als wäre sie gerade von einem sehr schleimigen Aal berührt worden. Und kurz darauf haben sie dann einfach wieder über die gleiche Sache diskutiert. Nur weil einer nicht darauf anspringt, weil einer jetzt heult, kann man dem nicht unterstellen, dass er was weiß ich, ey. Aber guck mal, wenn du jemand weint, sollte jetzt man vielleicht erstmal die Person, soll man erstmal. Nein, weil ich lasse mich nicht zum Beispiel, ich lasse mich nicht emotional erpressen. Ja, Sarah, aber Georgina weint immer ziemlich schnell. Das muss ja nicht immer irgendwie Erpressung sein. Manchmal ist das ja auch einfach ein Umgang mit Konflikten, weil man es zu Hause nicht besser gelernt hat, weißt du? Naja, die beiden entscheiden sich dann jedenfalls für das Vernünftigste, was man in dieser Situation tun kann. Sie hassen sich weiter, aber sie reden nicht mehr drüber. Wir reden jetzt einfach nicht mehr darüber und reden okay. Ist nicht zu Tode. Ja, das möchte ich ja auch. Da wollen wir ja beide das Gleiche. Schon mal ein Anfang. Schön, damit wäre das vom Tisch und eigentlich kann jetzt ja der nette Teil starten. Das haben die im Camp aber, glaube ich, nicht gehört, deswegen streiten sie sich wieder über was. Und zwar, also jetzt muss ich wirklich sagen, suchen sie sich wirklich extrem was zum Streiten. Guck mal ganz genau, wie Erik gleich auf Elena reagiert und was Elena dann daraus macht. Erik, willst du den Reis nicht nachher machen? Aber diesmal wirklich keine Zeit gehabt. Was passiert? Nee, mach mal. Wenn du willst. Nein. Dann, wenn du sowas sagst, dann mach ich das. Der hat einen Anflug an, ganz seriös und so. Ich hier nicht rum. Ja? Okay, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber Elena hat was vorgeschlagen und Erik hat doch ganz normal darauf reagiert, oder? Also wenn man will, kann man da vielleicht 3% Genervtheit reininterpretieren. Aber der arme Typ schläft nicht, isst zu wenig und Elena redet sehr viel. Elena, was ist denn jetzt wieder dein Problem? Was ist denn los mit dir? Man gibt einen Tipp, wie man es besser machen kann und Erik komplett sofort wieder hingelegt. Dann mache ich das jetzt nicht. Und dann guckt auch noch Thorsten so böse. Ja, stimmt. Thorstens schlimmen Blick, den habe ich auch gesehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass er Augen hat und irgendwo hingucken musste. Elena übertreibt dann jedenfalls komplett. Und ich finde, auch hier sieht man wieder sehr gut, wie gruppendynamische Prozesse ablaufen. Denn ich glaube gar nicht unbedingt, dass Elena jetzt hier Unfrieden stiften will. Die hat das wirklich so wahrgenommen und übertreibt dann so lange, bis die anderen mit ihr übertreiben. Und dann kommt Erik mit seiner dummen Art. Du weißt, wie der jetzt aktuell ist? Okay, mache ich nicht. Habe ich gesagt, hallo? Dann auch noch der Blick von Thorsten. Ich werde ihm das gleich sagen. Den habe ich nicht gesehen, den Blick. Ich sage das jetzt, Thorsten. Mhm. Jetzt langsam bei mir, Ende mit den Blicken und so. Fertig. Mhm. Also insgesamt muss ich sagen, ist die Spannung im Camp mittlerweile schlimmer als im Bundestag. Und das ist wirklich nicht gut, Leute. Reißt euch mal am Riemen. Ihr wollt doch nicht so werden wie diese Politiker. Entschuldigung. Eine Idee, mein Gott.
Ich habe schon Entschuldigung gesagt. Ja, ich weiß, aber es war nicht böse gemeint. Dann guck mich auch mit Thorsten so an. So, was habe ich euch? Gar nichts, alles gut. Es ist völlig in Ordnung, das so zu machen. Jetzt ist Ruhe auf jeden Fall. An dieser Stelle übrigens mal ein Kompliment an Erik. Der hat das nämlich so ruhig von sich abprallen lassen. Da konnte nicht mal Elenas Hass an ihm haften. Und das sagt schon was aus. Und ich muss an dieser Stelle mal wieder Gigi zustimmen. Der vergleicht den Dschungel nämlich einfach mit allen Dingen, die ich auch nicht mochte. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich mehr hasse wie den Dschungel. Okay, außer die Schule. Die war auch krass. Die habe ich auch gehasst. Und meine Lehrerin. Und mein Fahrlehrer, den habe ich auch gehasst. Und mein Sportlehrer, den habe ich auch gehasst. Und mein Geschichtslehrer, den habe ich auch gehasst. Und mein Mathelehrer. Und Chemie gab es auch noch. Der kleine Fisch, den habe ich auch gehasst. Aber sonst hasse ich nichts mehr wie Dschungel. Ich bin mir sicher, du hast doch noch was ganz Wichtiges vergessen, Gigi. Nämlich deine Französischlehrerin, wenn du eine hattest. Oh mein Gott, ich hasse meine heute immer noch. Naja, wenig später gab es dann auch noch eine kleine Aufheiterung von RTL. Nämlich ein wunderbares, leckeres Abendbrot. Sogar mit Fleischeinlage. Und Schnecken. Oh komm schon. Schnecken? Also, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Schnecken? Boah, hau ab, ey. Auch das finde ich aber unfair. Und viele von euch haben mich ja gefragt, wie ich es mal geschafft habe, 60 Kilo abzunehmen. Naja, das hatte unter anderem damit zu tun, dass ich ganz viele Lebensmittel einfach ausprobiert habe und festgestellt habe, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Schnecken habe ich aber tatsächlich auch noch nicht gegessen. Gigi, wie schmecken die denn? Das stimmt total. Katastrophal. Also für die, die das noch nie gegessen haben, eine Schnecke schmeckt voll nach Schnecke. Nach Schnecke, das ist ja widerlich und deswegen bleiben bei fast allen ein paar übrig. Aber kein Problem, denn wir haben ja Thorsten Legert und der hat drei geheime Superkräfte. Er schafft es immer wieder, sich zu motivieren und ist ein sportliches Ausnahmetalent. Er versagt in der Erziehung komplett und hat den schlimmsten Sohn des Landes gezeugt. Und er isst einfach alles. Also ich glaube, wenn der Hunger hat, dann sollte man sich wirklich von ihm fernhalten. Der hat die alle gegessen. Ein nach dem anderen. Das ist ekelhaft, ey. Wirklich kurz gleich. Aber ich habe Hunger. Ich hab Hunger. Wirklich. Hast du die jetzt reingefressen oder was? Alle. Nein. Wie viele denn? 12. Ja, man merkt wieder einmal, die Männer, die wollen sich durchsetzen und deswegen fühlen sich die Frauen auch immer noch in einer Position, in der sie nur verlieren können. Was ich immer noch nicht verstehe, weil, glaube ich, fast alle Männer bei dem ersten Wissensquiz sofort komplett ausscheiden würden. Aber Sarah Knappig ist sich sicher, man braucht einen Plan. Frauen sind natürlich alle so ein bisschen demotiviert, dass man sich denkt, ja, Chancen hast du jetzt eh nicht viele. Wir haben hier solche Tiere drin. Und dann singen wir alle We are the world, we are the children. Sarah ist aber ja nicht dumm, also nicht außergewöhnlich dumm und deswegen schnappt sie sich mal die anderen Frauen und ja, schlägt denen was vor. Gibt es jetzt endgültig den Krieg der Geschlechter? So, das heißt, rein theoretisch, auch wenn wir alle hier mal irgendwie uns mal so zickelibicki machen hier so, ne, sind wir Frauen ja eigentlich noch in der Überhand. So. Wenn wir Frauen ein bisschen schlau wären und mit Frauenpower uns verbünden würden, könnten wir natürlich den einen oder anderen Mann stürzen. So. Das wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit. Nur sollte man dabei durchaus auch bedenken, dass die Männer Ohren haben und sie haben ein bisschen was davon mitbekommen, weil sie lauschen. Also nein, sie lauschen natürlich nicht, aber eigentlich lauschen sie. Ich habe nicht gelauscht, aber ich habe so getan, als wäre ich ein Tier. Hey, wer ist denn da? Ein Affe? Ein Tiger? Ein Känguru? Da, es ist einer versteckt. Ey, spinnt ihr? Ich sehe Thorstens Haare. Ja, ich habe Thorsten auch sofort an seinen Haaren erkannt. Und dann gibt es natürlich mal eine Strafe von Sarah. Das fand ich dann sogar ein bisschen süß, weil bei aller Taktik und so, die mögen sich halt. So wie kleine, dumme, spielende, leicht aggressive, drogennehmende Kinder. Jetzt gibt's auch schon Arsch. Nicht ich war das. Herr Gigi. Wo ist der? Der versteckt sich. Wo ist er? Boah, da bist du, Kleiner. Jetzt kriegst du einen auf den Arsch. Ich war draußen. Ich war draußen. Anfangs kann Gigi da nicht gefasst werden, schließlich erwischt ihn Elena allerdings doch noch und erschreckt ihn zu Tode. Fun Fact, ich wurde letzte Nacht auch von meinem Hund zu Tode erschreckt, weil der hat nämlich einfach spontan im Traum angefangen zu bellen. War gar nicht so toll. Ja,
Frauenpower, Girlpower, hey. Wenig später war es dann auch schon soweit und es sollte bestimmt werden, wer in die Prüfung geht. Und es durften sich entscheiden, Elena oder Thorsten. Und Thorsten hat danach ein bisschen Nachdenken gesagt, ich mach's. Und er hat direkt danach eine typische Thorsten-Legert-Rede gehalten. Und ne, wir dürfen nicht vergessen, der war ja wirklich mal Fußballtrainer. Stellt euch mal vor, ihr sollt unter dem trainieren. Ich muss was sagen. Sollte es der Fall sein, dass ich es nicht schaffe. Niemals. Hör doch mal zu, wenn okay. Ich dir was sage. Dann werde ich wiederkommen und ich weiß, dass ich heute auch rausgehen muss dann. Dann verabschiede ich mich von euch. Es war mir eine große Ehre, sage ich euch. Ich habe euch alle lieb und demjenigen ja nur das Beste für die Krone und die 100.000. Oh, wie süß und wie viel Paranoia Thorsten hat. Aber ja, er hat das jetzt zwar den anderen so gesagt und wir nehmen das jetzt auch mal so hin. Gleichzeitig macht er sich aber auch Gedanken, was wäre denn, wenn er die Prüfung gut macht und er darf vielleicht jemanden rauswählen? Das hatten sie ja noch nicht. Gleich mal Gigi davon erzählen. Es ist scheiße, ja, wenn ich hierher komme, ja, muss er rauswählen. Einfach hin. Da muss ich natürlich den Stärksten rauswählen, ne? Das weißt du. Ich find's langsam ein bisschen auffällig. War das etwa eine Drohung gegen Gigi? Und gab's nicht bei Thorsten sowieso noch ein anderes Problem? Denn, als ausgewählt werden sollte, wer die Prüfung macht, ist er nicht sofort aufgesprungen. Für Gigi ein Skandal. Man muss wirklich mal sagen, ne? Gigi, der hat's auch faustdick hinter den Ohren. Oder wie würde er das in seiner Sprache ausdrücken? Er ist ein Fuchs mit 27 U. Findest du's nicht ein bisschen schwach, dass Thorsten eigentlich Elena gehen lassen wollte? Was? Das hat lang gedauert. Als Mann musst du sagen, ich mach. Sofort. Also sorry, aber ich bin auch nicht der Beste, was das Wort Mann sein betrifft. Aber da musst du Mann genug sein und aufstehen, ohne zu denken. Also für mich ist das jetzt wirklich ein bisschen sehr viel Paranoia. Mit der nächsten Sache könnte Gigi allerdings durchaus recht haben, denn Thorsten Legert hat ja selber schon gesagt, er würde über Leichen gehen für den Gewinn. Und wenn er diese Leichen halt vorerst mit seinen Händen erzeugen muss, dann ist das für ihn auch okay. Meine Nase wittert, dass es Thorsten scheißegal ist, wer mit Ingrid ist, ob er hier Freunde findet oder nicht. Er will einfach nur den Sieg. Sag mal, du bist aber eine Schlinge, du siehst alles. Ey, Gigi, du bist ein ganz gefährlicher, sag mal. Sag ihr nur, ich bin du Schlingel. Komisch. Ich muss aber auch sagen, wenn es ums Gewinnen von Geld geht, dann ist Gigi durchaus plötzlich ein bisschen da und nicht zu unterschätzen. Aber okay, Thorsten bekommt jetzt erstmal seine wundervolle Prüfung. Name 3-, Prüfung 2+. Grauenknast. Und an sich muss man sagen, war die Prüfung eigentlich nichts Besonderes. Die gab es so oder so schon häufiger. Thorsten musste innerhalb von 10 Minuten und unter Zeitdruck durch Katakomben, Gänge und Membranen krabbeln und dabei gegen Tiere kämpfen und Sterne befreien. Und wenig überraschend hat er sich gut angestellt, während er stank. Wie riecht's denn da unten? Also, wir können für ihn antworten, wir riechen es bis hier. Super, immer vorsichtig mit den Tieren, ne? Da sind, deine Echsen drin? Ja, alles klar. Also wenn Sonja schon würgen muss, dann ist es, glaube ich, wirklich schlimm. Ansonsten gab es allerdings auch noch wesentlich gefährlichere Tiere als nur Schlangen und Salamander und Echsen. Da waren nämlich auch eigentlich ziemlich süße Nagetiere. Kakerlegatz. Boah. Das riecht wirklich bis hier oben. Das riecht ganz übel. Was? Oh, der hat mich gebissen, ey. Oh, sag doch, eine Kampfratte. Ja. Vielleicht, weil du so lecker nach Fisch riechst. Das kann wirklich und Fleischabfällen sein. Oder so. Viele von euch, und da habt ihr auch völlig recht, kommentieren übrigens immer wieder, dass es Tierquälerei im Dschungelcamp gibt. Das stimmt auch. Ich möchte das auch keinesfalls irgendwie gut reden. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil ich das ja schon immer schaue, dass es immerhin wesentlich weniger Tiere sind als früher. Aber manchmal benutzt man die auch heute noch, um Leute in Dunkelheit zu erschrecken und sie damit zu bewerfen. So wie Thorsten, als er von Krokodilen getroffen wurde. Was ist los? Wo bin ich? Das Licht geht gleich wieder an. Pass auf, beweg dich langsam. Man muss aber sagen, ansonsten hat Thorsten sich wirklich gut angestellt und alles gegeben. Und man sagt ja auch, wenn es zum Beispiel darum geht, durch etwas durchzukommen, dann sollte man etwas nehmen, worauf man verzichten kann, um durch diese Lücke zu stoßen. Bei Thorsten ist das das Gehirn, das ist im Kopf, also immer mit dem Kopf voran. Sobald du durch kannst. Oh, shit.
Aua, da ist er wirklich mit voller Kraft einfach gegen diese Lampe geballert. Naja, aber das hat Thorsten nicht weiter gestört und er hat es bis zum Ende sehr, sehr gut gemacht. Nur die Zeit, die wurde nochmal ziemlich knapp. Thorsten? Ja? 30 Sekunden, Achtung auf die Zeit! Was jetzt raus? Ja, hoch, hoch, hoch! Da ist er ja schon. Ja. Alarm! Sorry, das musste an dieser Stelle ganz kurz sein, aber dann gucken wir natürlich mal, wie viele Sterne hat Thorsten denn jetzt erspielt und als kleine Erinnerung, 9 wären möglich gewesen. 6. 8. Thorsten, 8 von 9. Und am 9. warst du schon dran. Ja. Und ich muss sagen, das hat Thorsten gut gemacht. Und wenn man ihm etwas nicht vorwerfen kann, dann sind es Dschungelprüfungen. Das war schon immer so. Ja, und wie wäre es denn jetzt, wenn er sich was Positives für die anderen überlegen würde? Weil er kriegt ja mit, dass die anderen teilweise nicht ganz so motiviert sind wie er, gerade die Frauen. Sag doch mal was Nettes, Bestärkendes bitte, Thorsten. Ich möchte eins dazu sagen. Elena, es war eine schwierige Prüfung und ich glaube nicht, dass du es geschafft hättest. Alter Romantiker. Und dann erzählt er seine Prüfung natürlich in schillernden Farben. Und ich muss auch sagen, ja, die war durchaus hart und auch ziemlich schwierig. Er stellt es allerdings auch ein bisschen so dar, als hätte er den schiefen Turm von Pisa selber wieder gerade gerückt, während er gegen eine Alien-Invasion gekämpft hat. Da muss ich eine Rampe hochlaufen. Ich musste mich also pressen. So kam mir alles entgegen. So, so, auf Knie. Ich wurde immer kleiner innerlich. Immer kleiner, 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 kleiner. Durch die Wand bin ich gesprungen. Boah, der Typ ist einfach nicht zu stoppen. Das ist ja unfassbar. Da muss ich ein Gitter aufbrechen und zwei Streiche. Ja, der hat fast so erzählt, als wäre er fast gestorben. Man muss Thorsten einfach lieben. Aber ich muss ihm eine Sache doch noch anrechnen. Und zwar hat er das, was er eben zu Elena meinte, ja wenigstens nicht zu Elena gesagt. Oder den Frauen allgemein. Gut, dass er das jetzt am Lagerfeuer sicherheitshalber nochmal wiederholt. Thorsten, hätte eine Frau das schaffen können? Nee, oder? Ich sage nein. Ich habe gesagt, nein, keiner hiervon. Also ich glaube schon, dass ich auch die Prüfung geschafft hätte. Glaube ich übrigens ehrlich gesagt auch. Naja. Danach hat Thorsten aber wirklich bewiesen, auch wenn er sich den Kopf gestoßen hat, oder vielleicht gerade weil er sich den Kopf gestoßen hat, manchmal funktioniert da oben doch noch ein bisschen was. Wie wäre es denn, wenn er den anderen gegenüber jetzt was behauptet, was vielleicht gar nicht stimmt? Und das andere darf ich nicht sagen. Das andere? Was zu verkünden ist. Aha. Also lieb sein. Das andere, was könnte denn das nur sein? Nee, ich habe euch da nichts rausgeschnitten. Es gibt einfach nichts anderes. Es gab keine besondere Botschaft. Thorsten darf auch niemanden rauswählen. Aber wenn er jetzt natürlich den Anschein erweckt, er dürfte jemanden rauswählen, dann müssen ihn ja plötzlich alle ganz doll lieb haben. Ja, also der Schlag gegen die Lampe muss in seinem Kopf wirklich was gerade gerückt haben. Da ist irgendetwas im Busch. Da ist schon ein bisschen Unruhe drin jetzt. Da war auf jeden Fall bei Thorsten auch ein bisschen Panik zu spüren. Gut gemacht, ne? Da sind sie alle ruhig. Sehr spannender Turn und ich bin auch schon sehr auf die nächste Folge gespannt. Da beweist Mola nämlich nochmal, dass er nicht so ein richtiger Feminist ist. Meine Frau ist meine Königin, ja, aber ich bin das Gesetz. Das ist du als gebacken. Ich halte nichts von Emanzipation. Und es gibt ein Teamspiel, vielleicht um die Rauswahl. Mola und Erik tritt an gegen das Team Gigi und Thorsten. Was? Oh. Ah, mein Job! Das alles und noch einiges mehr seht ihr dann morgen um 7 Uhr. Und heute, also denke ich zumindest, wenn ich es fertig kriege, gibt es übrigens noch ein Video von mir, nämlich zur Bachelorette. Und das wird ein bisschen was Besonderes. Ich hate-watche die Bachelorette nämlich, weil ich finde, diese Staffel ist absolut fürchterlich. Warum? Wenn du Lust hast, das rauszufinden, irgendwann in den Nachmittags- oder Abendstunden, denke ich, wenn ich mal wieder nicht schlafe. Ach, egal, Schlaf ist sowieso egal. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Aber ich wollte dich nochmal darauf hinweisen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du dich um deinen Schutz im Internet kümmerst. Am besten natürlich mit CyberGhost VPN. Damit kannst du dann auch alle möglichen Geoblocks umgehen und das Ganze ist wirklich günstig für nur 2,03 € im Monat mit 4 Gratismonaten und du findest das unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Und das war's dann für heute wirklich und irgendwie, ich glaube, ich bin so übermüdet, mir fällt nichts Böses mehr ein. Heute gibt's mal wieder ein Küsschen.